So, Freunde der Sonne, ich bin wieder los. Ich bin wieder heiß. Es ist Deadbait-Saison. Eröffnungstag meiner Saison. Ich bin super aufgeregt gewesen und habe mich echt schon tagelang davor gefreut, endlich Urlaub zu haben. Und ja, jetzt sind wir wieder am Wasser. Ich bin alleine, weil der Sven ist arbeiten, der Timo ist auch arbeiten. Ich habe jetzt noch ungefähr 3 Tage Zeit, hier Vollgas zu geben. Und da werde ich so bis 10 Uhr morgens fischen. Dann werde ich 2 Stunden zurückfahren. Und dann heiratet mein bester Kumpel. Ja, der Timo heiratet. Und da der Timo auch gerade noch ein Haus baut, wird er auch diese Saison ein bisschen weniger, bis fast, glaube ich, gar nicht zu sehen sein. Aber dafür muss ich ja alles geben und ich denke mal, beim nächsten Mal ist der Sven auch wieder mit dabei. Ja, was gibt's zu sagen? Wie gesagt, ich habe gerade eingefangen. Wunderschönes Tier. Es war wirklich ohne Scheiß der erste Fisch, der erste Biss. Und danke fürs Duschen. Ich halte euch den jetzt hier nochmal in die Kamera rein. So. 1,14 Meter plus minus 1, da lege ich mich nicht so fest. Super geil gekämpft, wie die Sau. Ich habe erst gedacht, ich habe meinen 20 plus dran. Und ja, guckt euch an. So dick sind sie noch nicht, aber super schöne Fische. So, jetzt werde ich den auch wieder reinsetzen. Ich bin jetzt genau bei meinen 5 Minuten hier in der Wasserwanne und länger mache ich das auch nicht. Ja, ich würde mal sagen, beim nächsten Biss seid ihr wieder mit dabei und bis gleich. Ja, schönen guten Morgen zusammen. Da kommt gerade der Wecker. Und zwar ist der ganz schön grün. Der sieht richtig geil aus. Den muss ich euch mal zeigen jetzt hier eben. Wenn er den stillhält. Ist er. Ach, sieht scheiße. So. Schön mittig über die Wanne halten. Also Größe kann ich euch auch sagen. 1,1 Meter. Ich würde es euch auch sagen, wenn er 99 hat. Hat er aber irgendwie nicht. Aber sieht man das, wie geil grün der ist? Finde ich phänomenal. Ganz selten so eine Tiere. Der hat wirklich so einen Gurkengrünstich hier drin. Ja, gekämpft hat er auch ganz sportlich. Und ist leider auf einem Auge blind, wie man sehen kann hier. Hindert ihn aber nicht, sein Fressen zu finden. Ja, das war Fisch Nummer 2. Wieder auf die rechte Route im großen Grabenbereich. Ich fische wieder wie letztes Jahr an der Kreuzung. Und die Fische scheinen wohl von rechts zu kommen, weil auf der linken Route tut sich überhaupt nichts. Ich hatte kurz vorm Hellwerden einen ganz kleinen Anfasser, aber das war wenn dann wirklich nur ein ganz kleiner. So, gerade hell geworden. Ich hau mich nochmal in eine Falle. Bis später. Ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Es ist Sturm angesagt. Es wird auch schon weniger. Dass wir noch diesen Block fertig kriegen. Heutige Thema in der neuen Saison. Es sind einige E-Mails reingegangen und einige PNs über Facebook. Und zwar haben wohl sehr viele das Problem, dass die Fische zu tief schlucken. Da sei ganz klar gesagt, wenn das passiert, macht ihr grundlegende Fehler. Und zwar müsst ihr euch beim Deadbaiten, so schwer wie es ist, ja, auch wenn man an seinen heimischen Gewässern angelt, nicht nur gerade hier in Holland, wo wirklich dann halt nur ein paar Bisse reinkommen oder vielleicht doch nur eine am Tag. Ihr müsst euch davon frei machen, jeden Biss erwischen zu wollen. Natürlich möchte man das gerne, aber
Das Problem ist, auch wenn man gerade Anfänger ist, wenn ihr die Fische zu lange laufen lasst, weil ihr die unbedingt erwischen wollt, ja, und noch ungeübt seid, dann geht das zwangsläufig in die Buchse. Erstens brauchst du da ganz, ganz viel Erfahrung bei, weil die Fische halt über mehrere Wochen ihr Beißverhalten komplett ändern. Nehmen wir zum Beispiel mal den Oktober, September, Oktober. Das Wasser kühlt gerade langsam runter. Die Hechte merken, yo, der Winter kommt, ich muss jetzt anfangen zu fressen. Und dann fressen die auch. Und dann dreschen die sich die Köder so rein, dass ihr, wenn ihr mit zwei Drillingen fischt, eine sehr geringe Chance habt, dass der Fisch nicht schluckt. September, Oktober fische ich speziell mit einem Einzelhaken in der Schwanzwurzel und einem ganz kurz danach geschalteten Drilling, so im letzten Drittel, und riesigen Ködern von 25 cm, ja, also ganze Makrelen, einfach nur, wo der Kopf abgeschnitten ist, die man so gerade noch werfen kann, damit ich einfach die Zeit habe, dass der Fisch den Köder nicht komplett schluckt, bis ich an der Rute bin. Und sobald der Biss kommt, ja, rechnen wir mal, der Biss kommt, dann brauche ich nur ungefähr 10 Sekunden, um aus dem Schlafsack zu kommen. Da bin ich schon schnell. Reißverschluss aufreißen, in die Schuhe rein, zur Rute laufen und dann wird direkt angeschlagen. Da wird nicht mehr gewartet, weil sonst ist das Ding weg. 80er Hechte haben schon so ein großes Maul, dass ihr da einen 20 cm Rotauge so reinschmeißen könnt. Da ist September, Oktober bis Anfang, Mitte November ist da nichts mit warten. Da muss man sofort anschlagen. Und wenn ihr das nicht schafft, weil ihr euch sagt, oh, ich habe jetzt nur diesen einen Biss in, was weiß ich, 24 Stunden oder so, den will ich unbedingt haben, dann müsst ihr aber auch damit leben, dass der Haken weg ist. Und das in Holland zu machen, ist ganz, ganz große Scheiße. Wenn ihr in Holland fischt, müsst ihr auch bedenken, dass der Bestand an Hecht hier wesentlich größer ist wie in Deutschland. Ja, die Durchschnittsgröße ist viel, viel höher. 80er Hechte sind hier klein. Der Durchschnitt liegt bei 90 beim Deadbait. Also 90 plus, ja, wenn ich die entsprechenden Gewässer oder Spots dafür habe. Ja, da müsst ihr einfach drauf achten. Und erst Ende November gehe ich dann mit dem Drilling weiter nach vorne, dass ich ihn in die Mitte des Köderfisches setze. Und wenn es ganz, ganz haarig wird und das Wasser richtig kalt ist im Januar, Februar, dann kommt der kurz vor den Kiemendeckel, aber auch erst dann. Und auch dann wird der Fisch maximal, also wenn da kommt, Januar, Februar kommen so Zeitlupenbisse, dann nehmen die ganz, 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 ganz langsam und schwimmen kaum. Da kann ich dann mal 30 Sekunden warten, ja, und ihn ein bisschen ärgern. Das ist auch so eine spezielle Technik. Wenn ich so einen vorsichtigen Biss kriege, dann spanne ich die Schnur und zucke so ein bisschen mit der Spitze. Und dann merkt ihr, wie er ihn wieder haben will. Und dann geht er richtig ab und dann kann ich ihn einfach semmeln. Ja, manchmal muss man die einfach ein bisschen ärgern. Aber andere Beispiele. Ihr kriegt ein paar Piper rein, liegt im Schlafsack und ihr kriegt aber keinen Vollrand. Wer dann im Schlafsack liegen bleibt und wartet, hat eigentlich schon verloren. Weil die Großen machen das ganz gerne, dass sie den Köder packen. Ja, die heben den kurz an, ihr kriegt ein paar Piper rein und dann bleiben die aber auf der Stelle stehen. So. Und irgendwann, Minuten später, setzen sie sich dann in Bewegung, ziehen los und ihr denkt, oh ja, jetzt hat er ihn doch genommen, dabei hat er den schon die ganze Zeit. Sobald da Piper an und Rute kommt, müssen wir nachgucken. Das ist einfach so. Und wenn ihr das nicht macht, dann wird Minuten später irgendwann die Rute ablaufen. Und dann werdet ihr denken, boah, ich habe da sofort angeschlagen, warum ist denn die Makrele weg oder der Hering oder so, ja. Und ich meine, ihr habt eine Menge Fotos eingesendet, speziell Benny, und da war der Fehler ganz klar, ne? Die Köderfische waren einfach viel zu klein. Je kleiner ich die Köderfische wähle, umso schneller sind die Köderfische weg. Wenn ihr jetzt allein von heute Nacht den 1,14 Meter, 13, 15 oder was er da hatte, wenn ihr jetzt den nehmt, da hätte ich so eine 800 Gramm Makrele so reinschmeißen können. Ja, und auch da habe ich mit einer richtig, richtig großen Makrele, ich glaube, das war sogar die größte, die ich hatte,
Kleines Beispiel, in der Tüte von Kaufland sind 4 Stück drin und das Gesamtgewicht ist 1 Kilo, könnt ihr euch ausrechnen. Da habe ich nur den Kopf weggeschnitten, also das war mindestens so 1 Stück. Und da war es gerade noch so rechtzeitig, ja, ich gebe das ja auch offen und ehrlich zu. Deswegen nehmt große Köder, habt keine Angst vor großen Ködern, die knallen die sich voll weg. Und ihr erhöht damit eure Chance halt, den Fisch sauber im ersten Drittel zu haken. Und wenn ihr anschlagt und ihr habt den Fisch nicht dran, dann ist das einfach so. Dann habt ihr mal einfach einen verdroschen. Dafür hängt aber wahrscheinlich der nächste. Es ist alles besser, wie den Fisch zu verangeln. Ja. Das speziell dazu, weil musste jetzt auch mal gesagt werden, weil es wurde da so ein Deadbait-Video gedreht, was mittlerweile über 1 Million Klicks hat. Darauf ist eine Invasion gekommen an einem bestimmten holländischen Gewässer und da wurden sehr, sehr viele Deutsche dabei beobachtet, wie sie über 10 Minuten versuchen, die Haken aus dem Fisch rauszukriegen, was übrigens eine Riesenscheiße ist. Und dann wurde über 10 Minuten versucht, die Fische zu releasen. Da gibt es Videos von, da gibt es Fotos von, aus dem Boot gemacht und vom anderen Ufer. Habe ich mir auch angeguckt und da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Ja, als der Fisch dann augenscheinlich dann halt das Releasen nicht geschafft hat, wurde er um die Ecke im Wasser entsorgt, in der Hoffnung, dass er nicht so schnell hochkommt. Und das geht einfach gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Ja, so viel dazu. Wenn ihr mit Drillingen fischt, dann drückt ihr alle Widerhaken an, bis auf einen. Und dieser eine, der kommt in den Köderfisch. Benutzt kleine Haken, Größe 4, Größe 6. Und wenn dann mal ein Haken ein bisschen weiter hinten drin ist, dadurch, dass ihr die Widerhaken angedrückt habt, braucht ihr dann nur einmal 90 Grad hebeln und dann ist der auch raus. Ja, also wer wirklich öfter, also bei 20 Fischen mehr als 3 die Haken zu tief drin hat, der macht grundlegend etwas falsch. So, ich werde jetzt noch ein bisschen hier am Polder probieren. Ich glaube, das ist mir aber jetzt in 24 Stunden zu wenig Frequenz. Und ich glaube, ich werde mal gleich an einen großen Kanal fahren. Der ist auch ein bisschen windgeschützter. Mal gucken, ob die Fische im Kanal ein bisschen in einem etwas breiteren, tieferen Wasser ein bisschen aktiver sind wie hier im Flachen. Ja, ich angel hier gerade so auf ungefähr 2 Meter. Ja, ich denke mal, ich werde es mal in tieferen Gewässern gleich probieren. Natürlich wieder hier alles abbauen, dann mal wieder noch ein Stündchen Auto fahren bis kurz vor Amsterdam, aber die Strecke ist eigentlich geil. Naja, ist übrigens auch ganz wichtig in Holland, die Fische suchen und sie nicht an einem Platz festbeißen. Ja, auch wenn es nicht schön ist, einpacken, auspacken, einpacken, auspacken. So ist das, aber das bringt Erfolg. So, in dem Sinne, bis später. Ja, ich habe ja eben vor ungefähr 1,5 Stunden gesagt, ich habe bei dem Spot nicht mehr so ein gutes Gefühl. Die Frequenz ist mir zu niedrig und 2 Fische in 24 Stunden kann ich anders. Und ich habe mich dann für den tiefen Kanal entschieden. Ja, da ist auch ein Sportbootbetrieb, das Wasser ist immer in Bewegung. Ja, und jetzt hatte ich ungelogen. Oh. 5 Minuten die Route im Wasser, gerade aufgebaut, noch nicht mal das Zelt steht. Ich wollte erst mal testen und naja, ich habe eine richtige Maschine gefangen. 1,21 Meter geballte Power. Ich bin auch fix und foxy, weil An den großen Kanälen ist meistens Steinpackung, da muss man dann mit dem Vieh erstmal hoch. Und gerade ein Boot, warte noch mal kurz.
Ach, klatschnass bin ich auch. Hab mich ordentlich geduscht. So. Jetzt zeige ich euch die mal. Mal gucken, ob mein holländischer Kumpel mich da hinten gleich noch mal einmal vernünftiges Foto macht. Oh, Scheiße. Ist das ein Fisch oder ist das ein Fisch, ey? Alter, ist das geil. Ist das eine Maschine? Und das an der ersten Deadbait-Session. Ich kann das noch gar nicht fassen, ey. 1,20er sind in Holland auch nicht so rar gesät. 1,10 gibt es jede Menge, aber ab 1,20 wird es echt rar. Oh Mann, ist das ein geiles Teil, ey. Also der wiegt was, ich sag's euch, der wiegt was. Oh, ist das ein geiler Fisch. Guckt euch diesen Fisch an. Geil, 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 geil. Ja, ein Biss um 8 Uhr versaut, kurz dran, wieder ab, aber besser ab als zu tief drin ist das Motto. So, jetzt habe ich 23 Uhr und gerade einen hinterhergelegt, also die Wahl mit dem tiefen Polder war, beziehungsweise großen tiefen Kanal, war definitiv die bessere Entscheidung. Ja. So. Und jetzt zeige ich euch mal, dass das mit dem Perfekthaken echt gut funktioniert. Nicht wundern, ich habe eben Vorfach wechseln müssen und habe jetzt Doppeldrilling drauf. Weil ich liege ja noch nicht im Bett. So, da ist die Schönheit. Ordentlich Wasser in der Wanne. Einmal mit Wasser steht noch bereit. So sollte das übrigens immer sein. So, und eigentlich, da ich super schnell war, gerade zum Auto gegangen bin, müsste der... Da sind sie. Ja. Oh, guck mal hier. Da hat wieder... mal irgendwann einer den Kiemengriff nicht gekonnt oder einen Burgergriff benutzt. Ist leider in Holland immer noch weit verbreitet. Ist das scheiße alleine, aber da kann man sehen. Haken im ersten Drittel. Den machen wir ihm jetzt raus. Und dann gucken wir mal, wie groß der ist. So. Matte ist am Anschlag. Die Dame hält schön still. Wir gucken und hören Bannemeter. Wenn wir es jetzt ganz penibel nehmen, Meter 1, Meter 2 auf. Aber ein Meter ist es definitiv. Und damit der vierte in unserer Session hier. Wunderbar. Ah, die ist aber auch schon ein bisschen dicker, ne? So, ich erspare mir jetzt euch das x-te Kurzhaltevideo von einem Meter und werde diesen Fisch direkt wieder releasen. Ja, so machen wir das. Ja, alles hat mal ein Ende. Ich habe mich eben entschlossen, eher abzubrechen, wie ich wollte. Und zwar so quasi jetzt schon Freitagabends. Ist, glaube ich, doch ein bisschen besser, wenn ich morgen nicht so nach Hering und Makrele stinkend auf die Motorzeit gehe. Naja, ist ja nicht so, dass ich es nicht gebracht hätte, aber... Nein, war schon geil.
muss den Anzug noch aus der Reinigung holen morgen früh und dann schmeißen wir uns ein bisschen in eine Pelle und dann werden wir uns mal ordentlich richtig einen hinter die Binsen schütten. Ja, wir mussten die Hochzeit schon mal verschieben wegen Corona, aber morgen hauen wir richtig auf die Kacke. Ja, ich feiere dazu gleich noch meinen 1,20. Ja, richtig geil. Ja, Session ist vorbei. War wieder super cool, aber auch extrem schwer. Gab nicht viele Kontakte, 2-3 am Tag. Die meisten Kontakte kamen definitiv nachts und waren auch definitiv im Schnitt die größeren Fische. Ich hatte tagsüber jetzt noch bis auf den 1,20 plus da, hatte ich noch 3 so um die 90, 95 geschätzt. Gemessen habe ich sie gar nicht und die gingen auch direkt wieder rein. Wenn ich jeden Fisch mit in ein Blog-Video nehme, dann wird das einfach zu lange und dann ist es schon kein Blog mehr, sondern ein Film. Nee, aber egal. Fakt war, Fische suchen ist im Moment der Knackpunkt, ja, an der Geschichte, ob es Spaß macht oder ob es zäh wird. Am Angefangen habe ich an dem flachen Polder, an dem T-Stück, wo ich letztes Jahr auch schon richtig, richtig gut mit Sven abgeräumt habe. Aber da kam so gut wie nichts mehr. Und dann muss man halt die Entscheidung treffen, switche ich jetzt oder switche ich nicht. Das heißt, alles einpacken, komplett wieder ins Auto und wieder eine Stunde Auto fahren und komplett wieder alles raus. Ich weiß, Timo hasst das wie die Pest. Aber was soll's. Ja, entweder läuft's oder es läuft nicht. Und wenn es nicht läuft, muss man sich die Alternative suchen. Nee, kurz und knapp jetzt nochmal. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, was ich damit sagen wollte, mit Fische tief schlucken lassen. Ja, kämpft gegen den Schweinehund an, um wirklich jeden Biss haben zu wollen. Andornern, wenn er nicht hängt, dann hängt er nicht. Fertig aus, die Maus. Mache ich nicht anders. Ja. Wenn ihr Fragen zum Deadbaiten habt oder ihr möchtet gerne ein Thema für den nächsten Blog, dann schreibt das einfach in die Kommentare oder per PN oder über Facebook. Abo und Like könnt ihr auch da lassen, müsst ihr aber nicht. Wie gesagt, ich mache die Filme aus Leidenschaft und nicht, um damit Kohle zu verdienen. Mir ist es im Grunde genommen scheißegal. Und ja, ich fahre jetzt nach Hause. Schick mich selber durch die Waschanlage, hau morgen richtig mit dem Timo auf die Kacke und wir sehen uns im nächsten Blog wieder. Ich hoffe dann mit Sven, weil alleine ist das echt anstrengend. Ich sag's euch. Ciao, ciao.